Die X-T200 ist die neue Einsteigersystemkamera von Fujifilm. Sie löst die X-T100 ab, die ich ebenfalls getestet hatte. Lohnt sich der Aufpreis oder sollst du lieber schnell noch die alte X-T100 kaufen? Ich sage es dir. Moin, ich bin Stefan. Der Vorgänger, die X-T100, hat mir schon damals sehr gut gefallen. Die größte Schwachstelle war jedoch der Autofokus bei Bewegung, also der AFC. So viel vorweg, der Autofokus hat sich deutlich verbessert. Die Kamera habe ich übrigens leihweise von Europafoto Gut in Kappeln. Das ist das leistungsstärkste Fotofachgeschäft im Kreis Schleswig-Flensburg. Die sind wirklich gut. Und wenn ihr mal in der Nähe seid oder an der Ostsee Urlaub macht, wenn man wieder an der Ostsee Urlaub machen darf, die haben alles, was man braucht und ist ein kompetentes, sympathisches Team. Aber genug Werbung, reden wir zuerst über das Gehäuse. Das Design ist natürlich Geschmacksfrage. Ich finde, es ist ein sehr schönes, klassisches Design, gehört auf jeden Fall zu den schönsten Kameras am Markt. Es ist ein Kunststoffgehäuse, was in der Preisklasse durchaus normal ist. Was ich aber schön finde, man sieht sie nicht auf den ersten Blick an. Das gefällt mir. In Farben gibt es sie übrigens in Dunkelsilber, so wie ich sie hier habe, dann noch helles Silber und auch in Gold. Der neue Griff gefällt mir besser als beim Vorgänger. Beim Vorgänger musste man den noch anschrauben und der war kleiner. Der ist auf jeden Fall größer geworden. Ich wünschte, er wäre noch größer, dass er noch besser in meiner Hand liegt. Die Kamera ist im Vorgänger 80 Gramm leichter geworden. Sie wiegt jetzt 370 Gramm. Der Akku ist übrigens der gleiche wie in fast allen Fujis, der NPW126S. Damit macht ihr etwa 370 Aufnahmen nach Cheaper-Standard oder ihr filmt eine Stunde. An Anschlüssen an der Seite habt ihr einmal einen USB-C-Stecker, also der moderne, den ihr in beide Richtungen stecken könnt, was sehr schön ist bei USB-C. Ihr könnt hier auch mit Adapter einen Kopfhörer anschließen. Also ihr habt einen Kopfhörerausgang, obwohl es eine recht günstige Kamera ist und das finde ich sehr, sehr gut. Dann habt ihr den Micro-HDMI-Anschluss und auf der anderen Seite habt ihr einen Mikrofoneingang. Der Sucher löst 2,4 Millionen Bildpunkte auf, das ist Standard in der Preisklasse, das ist gut. Richtig toll ist aber das neue Display. Es hat zum einen 16:9 Format, das ist neu und es ist sehr hochauflösend und ziemlich groß für eine Kamera in der Klasse. Es löst 2,8 Millionen Bildpunkte auf und die 16:9 sind richtig gut für Video, dass man da ein anständiges Bild hat. Natürlich auch, wenn ihr euch selber filmt und ihr dreht es nach vorne. Aber auch für Foto finde ich es interessant. Foto ist ja nicht 16:9, sondern Foto ist 3:2, das ist etwas schmaler. Aber die Seite von dem Display ist dann frei für die Touch-Bedienung zum Beispiel. Und das finde ich auch sehr praktisch. Es ist ein vollwertiges Touch-Display. Also ihr könnt da sowohl damit einen Autofokus setzen, ihr könnt damit auch durchs Menü navigieren zum Beispiel. Der Klappmechanismus ist etwas neu, aber ist ähnlich flexibel wie vorher halt auch. In komplett alle Richtungen könnt ihr das drehen. Ihr könnt es auch einklappen, um das Display vor Kratzern zu schützen. Die Kamera hat durchaus viele Ähnlichkeiten zur XA7 von Fuji. Den Sucher hat jedoch nur die X-T200, warum ich die X-T200 viel interessanter finde. Die Kamera hat einen neuen 24-Megapixel-Bayer-Sensor. Es gibt ja noch die 26-Megapixel-X-Trans-Sensoren, die zu den besten APS-C-Sensoren gehören, die es gibt, aber die werden erst ab der X-T30 verbaut, also höhere Modelle lohnen sich also. Aber auch dieser 24-Megapixel-Sensor ist sehr gut und für die meisten sicherlich völlig ausreichend. Die JPEGs gefallen mir immer sehr gut von Fuji, das ist hier nichts anderes. Die Filmsimulationen sind sehr, sehr praktisch. Was ein bisschen schade ist, dass einige den höheren Modellen vorbehalten ist, zum Beispiel Eterna und Acros. Die RAW-Bildqualität, das Bildrauschen und so weiter ist auf einem Level mit vielen anderen APS-C-Kameras. Also da gibt es keine nennenswerten Unterschiede, dass ich da jetzt nicht näher drauf eingehe. Wenn es um die Bildqualität geht, da ist aber sehr entscheidend, wie gut ist denn das Objektiv. Und da muss ich sagen, das Kit-Objektiv ist schon erstaunlich gut für so eine günstige Preisklasse. Es ist eine einfache Verarbeitung, also das Objektiv jetzt, aber die Bildqualität ist schon top für, wie gesagt, so ein günstiges Objektiv. Wenn es um die Bedienung geht, ist der Einstieg eigentlich sehr einfach. Die Kamera ist recht intuitiv, die Touch-Bedienung ist gut. Was ich auch sehr schön finde, wenn ihr ein bisschen fortgeschritten seid, zum Beispiel My Menü, also wenn ihr bestimmte Funktionen im Menü sehr häufig nutzt und die euch wichtig sind, dann müsst ihr die nicht lange suchen, sondern ihr legt sie einfach in euer eigenes Menü ab. Also das gefällt mir sehr gut. Ebenfalls neu in dem Motivprogramm ist Lichtspur. Das kennt man vielleicht von Olympus. Also man belichtet ein Bild und anschließend kommen nur noch Veränderungen dazu. Also zum Beispiel Lichtspuren von Autos oder bei Light Painting zum Beispiel, dass ihr sagt, ihr belichtet zuerst das Grundbild
und danach könnt ihr nochmal mit Licht entsprechend im Bild malen. Das Beste daran ist, ihr bekommt eine Live-Vorschau angezeigt, also ihr seht direkt auf dem Display, wie das Bild schon aussieht und ihr könnt dann entsprechend weiter malen oder noch weiter warten, bis mehr Autos vorbeikommen. Und das ist durchaus ein praktisches Feature, also vor allem für alle, die gerne nachts fotografieren. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist die Bedienung bei Video. Die unterscheidet sich sehr von der Bedienung bei Foto. Einerseits finde ich es ganz gut, dass man das trennt, weil Video stellt man die Kamera oft anders ein als bei Foto. Aber ich finde es ein bisschen verwirrend, dass die Bedienung da doch sehr anders ist. Also ein bisschen verwirrend. Man kann weitestgehend auch alles im Video entsprechend einstellen. Vielleicht ein Tick umständlicher. Wenn es um den Autofokus geht, der ist komplett neu. Die Kamera hat 425 Autofokusfelder, Gesichtserkennung, Augenerkennung, die arbeitet gut. Die Geschwindigkeit ist viel besser als bei der XT100, also gerade wenn es um Nachverfolgung geht. Die XT100 war ja gut im AFS, also bei nicht bewegten Sachen, da war sie schnell, aber alles, was in Bewegung ist, da hatte sie durchaus ihre Schwierigkeiten und das ist deutlich besser geworden. Da sind wirklich Welten an Unterschied, also Sportfotografie, Kinderfotografie, das könnt ihr jetzt auf jeden Fall wunderbar mit der Kamera machen. Von der Serienbildgeschwindigkeit ist sie auch besser geworden als beim Vorgänger. Sie macht jetzt 8 Bilder die Sekunde statt 6 Bilder die Sekunde. Was aber ein bisschen schade ist, sie hat keinen großen Puffer. Also bei 8 Bilder die Sekunde macht sie gerade mal 21 Bilder in Folge und dann wird sie deutlich langsamer. Und das ist schon recht schwach. Ihr könnt zwar ein bisschen tricksen, wenn ihr jetzt auf 4 Bilder die Sekunde geht, das hilft, dann könnt ihr deutlich mehr Bilder machen. Und ich sag mal so für Familienfotos, für einen Zoo und so weiter, völlig ausreichend. Aber wenn ihr wirklich gerne Wildlife oder viel Sport fotografiert, da würde ich eher zu raten, dann doch nach einem höheren Modell gucken, die XT30 zum Beispiel, die einen deutlich größeren Puffer hat. Durch das große und scharfe Display ist es für jeden Filmer durchaus ein Traum. Ihr könnt es auch nach vorne klappen, das ist dann super für YouTube, für Vlogger. Und ihr habt jetzt ein richtiges 4K in 25-30p. Vorher gab es ja nur 15p, war kein richtiges 4K. Leider ist die Aufnahme begrenzt auf 15 Minuten. Das ist etwas schade. Wenn ihr länger filmen wollt, dann müsst ihr auf HD stellen. HD macht sie 30 Minuten. Für die meisten reicht sicherlich. Wenn ihr allerdings ganze Theaterstücke filmen wollt oder Auftritte mitfilmen und das noch in 4K, dann wird es sicherlich ein bisschen schwierig. Slow Motion macht sie in 120p, in Full HD. Ihr Mikroanschluss ist jetzt ein normaler 3,5 mm Klinkenstecker statt dieser Mini 2,5 mm beim Vorgänger. Das ist auf jeden Fall super. Und ein Kopfhöreranschluss über den, wie schon gesagt, über einen mitgelieferten Adapter, dass ihr über USB gehen könnt. Und ihr habt eine Tonkontrolle. Und das ist, Tonkontrolle ist schon das A und O beim Video, kann man schon so sagen. Und ist die einzige Kamera in der Preisklasse, soweit ich weiß, die einen Kopfhöreranschluss hat. Neben dem optischen Stabi hat sie noch einen digitalen Stabilisator. Dann croppt sie leicht ins Bild, aber immer noch ein sehr gutes Bild, auch in 4K. Dann gibt es zusätzlich noch einen Gimbal-Modus. Der steht nur bei Full HD zur Verfügung, nicht bei 4K. Sie croppt sehr stark rein und das Video wird schon deutlich weicher. Es funktioniert, man hat natürlich so ein bisschen diesen Gimbal-Effekt. Ich würde aber sagen, den digitalen Stabilisator, den würde ich nutzen. Der ist wirklich sehr gut, den Gimbal-Modus eher nicht. Also er funktioniert, aber mit starken Einschränkungen. Im ISO geht sie bis ISO 6400. Ihr könnt aber ohne Probleme sie auch nachträglich noch höher ziehen, wenn ihr noch mehr braucht. Wenn ihr fortgeschrittene Features wie F-Log oder 10-Bit wollt, dann ist es durchaus ein Grund, auch da ein höheres Modell zu kaufen. Den Rolling Shutter habe ich getestet. Da ist sie durchaus ein bisschen anfällig, wie bei fast allen Kameras. Also hier ist sie durchaus, ich sag mal, im Mittelfeld. Bei 4K und 25p ist die Auslesegeschwindigkeit 24 Millisekunden. Und wenn ihr wirklich viele Schwenks macht und Rolling Shutter wollt ihr möglichst gering halten, dann nimmt in 50p in HD auf. Da hat sie den geringsten Rolling Shutter-Effekt mit 12 Millisekunden Auslesegeschwindigkeit. Mein Fazit. Für 850 Euro ist es viel Kamera fürs Geld. Sie sieht gut aus, sie ist gut ausgestattet, Qualität ist gut und selbst beim Kit-Objektiv ist die Qualität, wie ich finde, erstaunlich gut. Der Autofokus arbeitet gerade im Gegensatz zum Vorgänger richtig gut. Egal, was du fotografierst oder filmst, sie kann es eigentlich. Besonders empfehlenswert ist sie, wenn dir Bildqualität wichtig ist oder wenn du auch durchaus gerne filmst, mit Einschränkung, dass du mit dem 15-Minuten-Limit leben kannst in 4K.
Das Objektivsortiment ist bei Fuji immer riesig. Also du hast die Möglichkeit, wirklich teure Objektive als auch sehr günstige Objektive zu bekommen. Was noch ganz interessant ist, für 50 Euro mehr, also etwa 900 Euro, gibt es übrigens das Vlogger-Kit. Da ist ein Mikrofon und Stativ dabei, also das Rode VideoMic Go. Das kostet einzeln so 70 Euro. Dann ist ein Gorillapod entsprechend noch dabei. Auch das Kit lohnt sich. Zur Eingangsfrage, lieber noch schnell die XT100 kaufen. Die XT100 ist auch gut. Sie hat aber ihre Schwächen, vor allem im Autofokus. Allein deshalb würde ich sagen, klar die XT200. Dann ist das Display nochmal um einiges besser. Im Video ist sie viel besser. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du gerne Sport fotografierst, dann schau dir wegen dem kleinen Zwischenpuffer vielleicht auch eher die XT30 an. Willkommen in der Endcard. Wenn du wissen willst, wie die Fuji im Vergleich zu Sony und Nikon steht, schau dir dieses Video an. Hier findest du einen Test zum älteren Modell, der XT100. Und hier kannst du mir folgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.